Da sitzen wir im Wald, hier bei DayZ und müssen irgendwie zur nächsten Stadt, zur nächsten Ortschaft kommen. Oh, wer hat mir da den Stinkefinger gezeigt? Der Benny ist heute ganz aufmüpfig hier. Das war die falsche Taste, sorry. Ja, klar, das sagen sie alle. Der hat gutes Equipment, lass uns den erschießen. Was? Quatsch. Ach, ja, wir Leute. Sind auf jeden Fall wieder alle da hier. Dennis, Tobi, Benny und meine Wenigkeit und rennen wieder hier wieder durch die Gegend. Ja, ich weiß. Ja, es ist heute die Dschungelcamp XXL-Folge. Wir haben uns heute vorgenommen, mal ein bisschen hier planlos. Ja, planlos ist es heute. Laufen wir durch den Wald. Wir wollen mal gucken, wo uns das Leben so hinträgt heute in dieser Folge hier. Lauf dir mir hinterher. Ich lauf. Bist du das da unten? Ja, genau. Okay. Aber renn doch nicht so. Die Knarre in die Hand. Nee. Lauf da einfach gemütlich. Warum rennt ihr immer so? Habt ihr so eilig im Leben? Wir können auch wandern. Hier, wenn man Schiff gedrückt Feuer. Hält. Das Wandern ist es. Ja, Wandern Müll, ist lustig. Das Schiff. Wandern ist es Müll, das Lust, das Wandern. Nee, aber normal laufen. Ein guter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern. Das Wandern. Mit Oma Wander. Und Tommy Angelo. Ja, ne, einfach so voll easy hier so. Was geht? Mein Leben besteht ja, nur aber normal Wandern. Würden wir ja auch so reisen. Wir sind ja die ganze Zeit im Dauersprint. Wer kann das schon? Ja, hallo. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen im Eimer. Mein Charakter nicht wundern. Deswegen ist das Bild noch so leicht ausgegraut. Oh, aber wir laufen aber wieder Richtung Hochhäuser. Aber ich stöhne nicht mehr so viel, oder? Ja, wir laufen da hinten dran vorbei. Wir sollten mal nach links laufen. Ich habe ein Stöhnen gehört, doch. Oh. Aber das kann auch ich gewesen sein. Ich weiß echt nicht. Guck mal. Was hast du gemacht? Hier mit Panik eigentlich. Jetzt gerade habe ich gestöhnt. Warte mal, ich trinke noch mal weiter hier gerade. Ich trinke noch mal eine Dose. Haltet mir meine Rücken frei, bitte gerade. Muss mal ein Schlückchen zu mir nehmen. Ah, das hört sich so nah an, dieses Stöhnen. Hast du jetzt gerade gestöhnt? Mhm. Gerade nicht, aber es kann sein, dass es irgendwie Zeit war. Sonst stöhnst du auch. Ja, aber wahrscheinlich. Warum wird uns nichts angezeigt? Weil sonst, das weiß ich halt nicht. Vielleicht hat das schon wer in die Kommentare geschrieben, aber wir machen ja heute wieder so eine Mega-Session. Mitten in der Nacht quasi. Wir scheuen keine. Vielleicht habe ich mich auch überfressen. Ja, das kann bei mir auch sein, dass der Magen dann ein bisschen, aber dann würde der doch... Und da ist ja erstmal was drauf? Oder bist du das gar nicht? Ich trinke die ganze Zeit die Soda-Dinger. Und jetzt nehme ich mal ein paar Vitamine zu mir. So, ich bin dafür, dass wir mal gleich in die Richtung laufen hier. Einfach querfeldein. Ja, aber dann verlieren wir die Orientierung. So, ja. Vitaminpille. Aber jetzt immer nur an der Küste bleiben ist halt auch doof. Nein, ne? Nein, machen wir ja gar nicht. Aber lass so den Weg im Auge behalten, der rechts von uns ist. So grob. Okay. Aber der führt halt zu den Hochhäusern. Ja, aber wir gehen da hinten dran vorbei und dann gehen wir nach Norden. Dann kommen wir auch noch an einem Ort vorbei. So, Kinas, geht's weiter? Was ist eigentlich mit dem Magazin, wenn Ruined da steht? Kann ich ja, die da nicht mehr nehmen? Komm, wir gehen mal weiter, sonst kommen wir nicht zur nächsten Ortschaft. Okay, sorry, dass ich hier die ganze Zeit im Menü hänge, aber es muss leider ja auch sein, dass ich hier schön meinen ganzen Koffer packe. Ne? Boah, aber und es sieht unfassbar geil aus so in den Wäldern, ja, mit Wahnsinn. Dem Schatten und alles. Einfach normal wehdrücken. Wie in so einem Wald. Riecht ja auch die wunderschöne Landluft. Ich meine, bei den Hochhäusern waren wir doch schon, wollt ihr da jetzt da hin? Da waren wir schon. Ja, ich würde jetzt nach links gehen eigentlich, aber der Benny hat schon eigentlich eine gute Anmerkung hier geäußert, wir sollten den Weg im Auge behalten. Ja, hast du recht. Da geht aber auch ein Weg nach links. Genau, ab. Jetzt können wir eigentlich nach links gehen. Genau, dem folgen wir dann. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Also nicht auf dem Weg natürlich, da können wir hier schön im Wald. Aber wir sind schon wieder alle ein bisschen so weit auseinander, ne? Schön zusammenbleiben, Freunde. Ich lasse auch gerne wen anders vorgehen. Also ich muss nicht unbedingt den ersten Kopfschuss bekommen wieder. Ja, ich glaube, hier in den Wäldern bist du eigentlich ganz gut sichert. Weil wir haben ja auch eine ganz gute Tarnung eigentlich, hier unsere Klamotten. Man muss ja wirklich zweimal hinsehen. Ich habe den Typen in der letzten Folge auch nur gesehen, weil er sich bewegt hat. Wenn er sich nicht bewegt hätte, hätte ich ihn auch niemals gesehen. Ja, das ist krass, ne? Das ist echt krass. Man oder müsste das noch so machen, dass man eine Minimap wenigstens für Freunde hat. Das finde ich ganz cool. Ja, genau. Also man, wie bei GTA dass Online. Dass man sich mit wem befreunden kann, dann sieht man aber nur den auf der Minimap, sonst aber gar nicht. Das ist schon okay, weil sonst wird es ja verraten. Dann ist halt auch so die Frage. Eigentlich ist es auch ganz cool, dass es keine Minimap gibt. Lässt sich drüber streiten. Das oder dass man wenigstens eine Spiel. Karte findet und oben rechts. Allein, dass ich 40 Meter laufen muss, 40 Minuten, 40 Meter wäre schön, um überhaupt mal dahin zu kommen, wo ich schon war. Das ist ja schon heftig. Das stimmt, das war wirklich, also die Vorbereitungen bei DayZ sind teilweise ein bisschen größer als bei GTA Online. Ja, Teil, das nimmt sich aber nicht viel, wenn ich an die Serverabstürze denke. Ah, gut, hast du recht. Ja. Da haben wir auch stundenlang schon gegangen. Oh, guck mal, die Sonne, guck mal bitte zwischen die Bäume, wie geil das aussieht.
Boah. Ja, es sieht hammer also aus. Also grafisch auf jeden Fall hier in den Wäldern eine Wucht. Nice, ja. Ganz klar. Und das für so eine riesige Welt, das muss man halt auch mal betonen. Okay. Ja. Oh, das sieht aufpassen. Aber nice aus. Was ist denn hier los? Da können wir mal reingucken, ja. Ein Elektrolager. Vorsicht, 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 Leute, Vorsicht. Nicht wieder so hektisch. Okay, ich nehme die erste Tür hier, falls sie sich öffnen lässt. Lässt sich öffnen. Wir sind Spaten. Bringt aber nichts, den mitzunehmen. Nee, den Spaten brauchen wir nicht. Boah, wie hell. Vorsicht, hell Vorsicht, das Vorsicht, 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 Vorsicht. Wir sind halt noch relativ in der Nähe des Airfields, ne? Also hier kann immer irgendwo ein Schurke durch die Gegend laufen und uns... Ein Schurke? Ein Schurke, der hat ja... Der Typ, der in der letzten Folge hat ja das ganze Team da ausgeschaltet und hat dann letztendlich auch noch auf die nächsten gewartet, die wir ja dann gewesen wären. Wir wären jetzt, ja, glaube ich, alle nicht zusammen. War. Der war das. Der war das definitiv. Die armen Kerle, ey, die dann. Die haben sich wahrscheinlich, die haben sich wahrscheinlich so extrem gefreut, ja. Boah, wir geil. Noch ins Haus. Wir müssen kurz warten. Ja, wir alle mal sammeln hier, genau. So, ich zähl mal. 1, 2, Tommy D'Angelo, 3. Tommy ist heute so schweigsam. Aber es ist eigentlich ganz gut, weil er konzentriert sich dann richtig, im Gegensatz zu den anderen Leuten, die hier reden. Ja? Ich glaube, der Tommy ist immer der Letzte, der überleben wird. Weil der Tommy ist ja in der letzten Folge leider gestorben oder in der vorletzten Folge, weil er geglitscht hat aus der Wand. Das ist natürlich... Ja, das ist natürlich echt bitter. Ja, da fuckst du dich ab. So, hier ist ein Ortsschild. Hier ist ein Ortsschild. Aber es war auch mega spannend. Ne? Also die Folgen waren halt auch echt spannend. Auch wenn man gestorben ist, man, es gehört dazu. Und es war halt einfach richtig geil. So, wo wollen wir hin, Jungs? Nach ich bin dafür Kroslovka nach links. Nach links. Hier, oder 3 Kilometer. Nach links. Und dann sind wir so weit weg, wenn wir jetzt sterben. Nadeshtino oder so. Oh Gott. Nadeshtino? Wo wärt ihr denn hingegangen? Rechts oder links? Nadeshtino ist größer. Oder, obwohl, nee, gibt sich nichts. Gehen wir nach Kroslovka. Da wohnt Kroslovski. Nicht auf dem Asphalt laufen, Leute, nicht auf dem Asphalt laufen. Ja, schön auf der Wiese. Ich kann mir ehrlich gesagt, dass in der Gegend hier überhaupt Leute sind, kann ich mir schon fast nicht mehr vorstellen. Ja, aber man, aber weißt du, dann ist man sich sicher, denkt, okay, da ist keiner und dann zack. Oh. Ja, dem Spiel kannst du nicht trauen. Und vielleicht taucht dann irgendwo ein Zombie auf und aus dem Hinterhalt, also da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Da oben ist noch so eine Hütte. 18 Leute sind es hier gerade. Siehst du, 18 Leute. Das ist schon viel, immer noch 18 Leute hier auf dem Server, obwohl wir mitten in der Nacht zocken. Allerdings auch auf dem britischen Server, kann man auch mal einen Raum werfen. Ja, und wir werden auf jeden Fall auch mal folgen. Da freue ich mich extrem drauf. Nur mit der Taschenlampe bewaffnet und natürlich mit unseren Waffen und so. Aber dann schön durch die Wildnis laufen mit den Taschenlampen durch die Wälder. Ey, das wird so geil aussehen nachts. Boah, ja, bestimmt. Auf die Nachtfolgen bin ich auch gespannt. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Let's Plays, die Horror-Let's Plays vom Sagaza. So in etwa wie das dann laufen. Wir sind ja im Moment auf jeden Fall auch auf dem Daylight-Server noch. Muss man dazu sagen. Haben wir gemacht, weil wir tagsüber halt, wenn wir uns ausrüsten, ist es einfach besser. Kurz eine Frage, wollen wir hier rechts hoch? Wir folgen doch gerade der Straße, oder? Ja, hier geht aber ein Weg hoch. Der führt da zu so einer Anlage. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ach ja, da kann man was looten. Können wir mal machen. Ja, wir checken das mal. Ja, lassen wir uns mal leiten von unserem Abenteuer. Das finde ich bei dir immer cool. Man weiß eigentlich nie, was einen erwartet, ne, wenn man jetzt irgendwo hingeht. Das habe ich vorhin auch. Kennen wir das ja alles noch gar nicht. Ja, guck mal hier im Hintergrund, die Kulisse. Alter. Boah, das ist geil. Wahnsinn, sieht echt hammer aus. Aber was ich cool finde, oh, hier ist eine Tür auf, warte mal, hier ist eine Tür auf schon. Ja, dann war hier jemand. Das ist nie gut, wenn eine Tür auf ist, ist es nie was Gutes. Und hier ist nichts im Raum. Nee, okay, dann schnell weiter, bevor wir gleich hier Besuch kriegen. Ich glaube, hier spawnt man echt nicht, oder? Nee. Aber das kann ja auch vor Stunden gewesen sein, ne? Ich meine, der Server läuft jetzt schon nicht mehr. Nee, der Server, ich glaube, der Server, das wird alles relativ schnell wieder gespawnt hier. Das habe ich bei den Zombies gesehen. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass es bei den Items... Wenn Items anders ist. Okay, dann gehen wir wieder zurück auf die Straße, beziehungsweise da. Ne? Von hier ist eigentlich gut, wenn wir hier so die Höhe halten, glaube ich. Da hinten ist aber keiner. Wobei, warte mal, was ist denn das da hinten für ein Gebäude? Da ist gar kein Gebäude. Ist das ein Gebäude? Ist das ein Baum? Ist das doch, oder? Ja, sah gerade so aus. Du meinst da zwischen der Straße da hinten, ne? Was macht der denn hier? Warst du das, Dennis? Der sich dauernd hingesetzt hat und wieder aufgestanden ist? Ja, das musst du gewesen sein. Bist du gerade hinter... Hier bist du das? Du hast komisch rumgezuckt auf jeden Fall. Bleib mal stehen? Ja. Warte mal, okay, dann bist du... Ja, ist okay. Ja, ja, warst du. Aber nicht auf offenem Feld, Walle. Du bist verrückt. Hier ist doch easy. Ist doch kein Mensch. Gib mir einfach Deckung. Wir seht den auch genauso. Ja, ich kann hier Deckung geben, ist eine Katastrophe. Ja, ich... Ne? Kann dir sagen, Zufälle gibt's, ey. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist... die Daylight-Server sind für Einsteiger von DayZ auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr nachts spielen wollt. Nicht unbedingt nachts spielen, also auf dem nächtlichen Server, da findet ihr nicht alles so gut.
Und wer sich mal so ein bisschen mit der Welt vertraut machen soll und will, der sollte unbedingt den Daylight-Server rausholen. Und die kann man ganz leicht filtern, indem ihr beim Server, oder Server, weil auch Filter geht, da gebt ihr einfach Daylight ein und fertig ist die Sache. Ja. Wollte mal kurz erklärt haben. Haben wir einen zurückgelassen? Einen haben wir zurückgelassen. Da hinten hockt er. Ja, das ist der Walle, der isst noch, oder? Sniper mal. Ich esse noch. Danke, dass ihr mir so viel Deckung gebt. Ja, wir decken dich von hier. Ja, wir haben gedacht, dass du vorhin mal Sniper aus. Wegen der Sniper, ne? Ja, genau. Guck mal, ein Reh. Nee. Ich hab genau das Sniper jetzt auf deinen Kopf gerichtet, das Gewehr. Hab mich schon gefreut. Dachte, geil. Was machst du denn jetzt da? Du hockst da noch. Ich esse so, bis ich voll bin. Kriegte Deckung, ich check mal die Straße ab, da ist nichts. Ich muss doch da ist einer! Essen. Scherz. Was? Nee. Ja, ich wollte nur mal den, das hast du ja letztens auch gemacht. Ey, gleich packe ich die Axt aus. Gleich glaubt es keinem einer. Ja. Ich überlege, ob ich nochmal diese Tabletten. Boah, ich kann sogar mit dem Sniper Rifle auf die Hochhäuser, auf die Dächer zielen, krass. Kann ja eigentlich auch nicht schaden. Mit Tommy hatte ich das auch schon mal. Damit. Dauernd mit der Axt irgendwie in den Busch gehauen oder in den Boden. Und dann dachte ich immer, es schießt jemand. Als dann wirklich jemand geschossen hat, wusste keiner, was los ist. Ja. Vielleicht nehme ich mal ein paar Painkiller. Weißt du noch, Tommy? Soll ich mal ein paar Painkiller nehmen einfach? Walle, komm mal lieber zu uns, Alter. Du bist da echt... Ich nehme mal ein paar Painkiller. Du bist leichte Beute da, ohne Scheiß. Ich kann mal ganz kurz zeigen. Wir haben gerade bei der Aufnahme... So. 3.46 Uhr. Oh. So, yes. Ich habe ganz kurz mein Spiel minimiert. Können wir noch 15 Folgen machen. Ja, genau. So, und jetzt habe ich hier die Serverauswahl. Guckt euch das mal an. Ja, also es sind noch super viele Leute hier am Start. Ja, und auf dem Server sind auch gut viele Leute immer noch. Also, aber wir sind natürlich auf. Daisy ist auch da übrigens auf dem Server gewesen, habe ich gerade gesehen. So, wo seid ihr denn jetzt, ihr Vögel? Alle eigentlich auf einem Haufen. Ah, da. Bei einem kunterbunten Haufen der Liebe. Also, den Dennis sieht man schnell, weil er hat so eine Antenne. Ja, das ist für Radio unterwegs. Ja. Ich habe aber gerade echt gesehen, mit der Spitze kannst du echt Leute aufspießen, ne? Das ist ey, pass mal der auf. Der ist der Funker, der Dennis. Der sicher. Warte. Houston. My stomach feels completely full. Das ist auch ein gutes Zeichen, oder? Das ist wunderschön. Da hinten ist so eine Hütte. Wollen wir da mal hinspazieren, schlawinern? Oh, ja. Einer stöhnt auch nicht mehr. Spaziert auch schon. Nee, der Walle stöhnt nicht mehr. Ich auch nicht. Ach, du auch nicht? Wo ist der Tommy? Wo ist der Tommy? Vielleicht wird es dann ja langsam, kommt wieder Farbe. Vorne rennt er doch. Ja, ich muss immer nur gucken, dass wir wirklich, oder wir müssen immer gucken, Tommy, da kam es gerade wieder. Nicht. Du magst du uns nicht. Doch. Der mag uns nicht mehr. Der Tommy ist halt extrem konzentriert, glaube ich. So viel, wenig geredet, dass er so einen Frosch im Hals hat. Aber man merkt, Tommy mag ja übrigens Hip-Hop-Musik. Ne? Und Elektro Tommy mag er auch. Wirklich und einer, Rock-Musik. Der wirklich gerne hier Daisy zockt. Tommy mag alles. Ja, der Tommy mag alles. Tommy D'Angelo. Vor allem... Poetische ich mag auch echt vieles. Mir geht es auch nicht ums Genre, sondern dass es cool ist. Ja, was gerade so angesagt ist, ne? Kann man eigentlich angesagt finde ich jetzt nicht unbedingt. Nee, das ich meine, ich höre eigentlich beim Radio, also ich höre relativ viel Radio und höre ich immer eigentlich das, was gerade am Start ist. Warte mal, ich habe kurz die Orientierung verloren. Nee, ich nicht unbedingt nur. Da ist die Straße, links, ne? Ja, links. Ich höre halt auch schon viel Independent-Zeugs oder sowas auch, ja. Ne? Aber, auf YouTube mal, was da angezeigt wird oder so, kann man sich ja mal geben. Naja. Ich höre mir auch sehr oft den Michael Wendler an, natürlich. Die Leute glauben das noch. Das stimmt eigentlich, sollen wir jetzt hier querfällt ein, wirklich? Ja, war einfach geradeaus weiter. Wir sind mitten in der Pampa, Leute, ey. Ja, wir laufen sind wir hier gelandet? Nächsten Örtchen. Ohne Öl fehlt dir was. Genau, ich gehe auch mal hier auf die Third Person. Schön an der Stromleitung. Ich glaube, so schnell erkennt man uns auch gar nicht, wenn wir uns gar nicht bewegen würden. Wir könnten uns eigentlich im Gras legen und dann... Warten. Drei Tage warten, bis jemand vorbeikommt. Ja, genau, drei Tage. Livestream. 24 genau, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, das würden sich die Leute tatsächlich geben, Alter. Ja, ich sehe schon die Kommentare. Cool. Ich sehe schon die Kommentare. Ist. Manche haben bei meinem 100.000 Abonnenten, vielen Dank nochmal dafür an alle, die das gerade hier sehen, auch gemeint, ich soll einen 24-Stunden-GTA-5-Livestream mit euch machen. Ja. Mit dir 24 Stunden, vergess es. Ja, okay, man muss sagen,
Das kann man echt mal sagen. Eigentlich verbringen wir schon immer die Hälfte eines Tages, wenn man so geht, ja auch noch. Ja, so oft, ne? Ja, schon krass. Schon krass, wie schnell auch, diese Zeit eigentlich verbringt. Was wir auch teilweise für Sessions machen bei LBDs, weil es auch so mega viel Spaß macht, das Game. Wir gar nicht mehr aufhören können. Wir wollten eigentlich sagen, ah, komm, letzte Folge, aber dann noch eine. Ja, komm, noch eine muss noch. Es ist so krass. Geil, weil es gerade dann läuft oder Spaß macht und oder weil man halt sein Equipment gerade verloren hat und unbedingt denkt, Mensch, ich muss den Kram wiederkriegen. Ja, ihr seid auf jeden Fall echt vielen Dank, dass ihr hier beim Tagebuch von DayZ immer dabei seid. Eigentlich im Let's Play passiert eigentlich nie was. Also im Grunde passiert. Boah, teilweise mega spannend. Ja, es passiert eigentlich nicht viel, aber wenn was passiert, dann immer unberechenbar. Du weißt nie, wann was passiert. Und wem du trauen kannst. Das ist genau das Geile. Jetzt könnte theoretisch ein Sniper uns alle wegschießen. Wir würden es nicht mehr merken. Eigentlich, wir sind wieder viel zu offen, glaube ich. Ich frage mich auch, wo wir hier sind. Hat irgendwer noch eine Ahnung? Wir müssen einfach der Straße entlang. Wir laufen jetzt hier durch den Wald, das ist falsch. Straße. Nach links, ein bisschen nach links wieder. Dass wir die Straße, diesen Weg... Alter Schwede, wenn wir hier sterben, wir finden uns niemals wieder. Niemals. Nee. Aber wir können halt nicht immer nur an der Küste bleiben, ne? Der Nordseeküste. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir bis... Oh, warte mal, was ist denn das da hinten? Ach, das ist nur Wald, okay. Dass wir bis so... Oh, Wald. Nee, ich dachte, da wäre so ein Steg oder sowas, wo es runtergeht. Wir müssen auf jeden Fall wirklich überleben, weil dann können wir in der nächsten Folge Aufnahmesession wieder richtig schön frisch durchstarten hier. Mit mehr Motivation, als wir jetzt schon haben. Nein, wir haben ja auch natürlich jetzt noch Motivation. Aber irgendwann, ja. Ja, ich bin immer noch, ich könnte noch 5 Folgen machen, ne? Aber ich habe immer noch den Jetlag irgendwie teilweise aus Bahamas. Ich habe die schlimme Uhrzeit im Moment. Ich bin echt langsam, meine Augen, ne? Hey, was ist das hier? Erzähl mir schon was. Ich mir mal näher angucken. Guck mal, wir sind alle hier rumgegangen. Stromschild reingeschossen. Ah, jetzt drücken sie mich alle weg. Jetzt gleich glitscht einer in den Strom, hast ich geweckt. Ist ja lustig. Oh, weiter geht's. 3 Kilometer stand da, ne? Boah, wo ist denn das? Was muss ja der Megaort sein? Da hinten ist, glaube ich, schon eine Halle. Da hinten ist eine Halle, aber eine große Halle. Auf jeden Fall schon ein kleiner Marathon, was wir hier veranstalten. Ey, ohne Scheiß. Und wenn jetzt einer abgeknallt wird, das wäre der Obermist. Wir müssen bis zur nächsten Aufnahmepause auf jeden Fall packen. Tu das meiste in unser... Oh, ich... ich war gerade im Inventar am Sortieren und dann weiter. Er geht in den Stromast. Duck! Geil, ey, dong! Ist das euch eigentlich schon mal in echt passiert, dass ihr geredet, telefoniert hat oder sowas und dann gegen eine Laterne gelaufen seid? Ich glaube echt noch nie. Nee, was mir schon mal passiert ist, dass ich mal mit Inlinern über so ein Dings gesprungen bin und so eine riesen Baggy hatte, dass die mir dann aufgerissen ist an einer Seite. Das war clever. Okay. Ah, da war ich ein Skater-Bro. Skater-Bro, Bitches. Ey, was ist das denn für eine riesen Halle da? Man nannte ihn auch immer Walleberg. Oh, meiner, die Halle sieht super nice aus, ne? Boah. Ja. Hab ich bis jetzt noch nicht gesehen, hier so eine Halle. Aber Leute, ihr wisst, DayZ und Treppen, Vorsicht. Ich gehe da trotzdem hoch. Du bist wieder viel zu neugierig. Glitscht, ey. Wenn man, ja, boah, ich bin neugierig. Dann fange ich an zu heulen und beende dieses Let's Play sofort. Und raste aus. Ich schwöre es euch, raste aus. Boah, guck mal, wie geil. Boah, ich habe Angst. Alter, sieht ja mal super Hammer aus. Richtig, oh. Mir zuckt es richtig im Knie, aber es sieht geil aus. Ich habe was gefunden. Boah, ich habe gefunden. Trau mich gar nicht zu gucken. Oh mein Gott. Nicht, dass hier, stell mal vor, jetzt wäre noch so ein Ding baufällig. Oh mein Gott. Aber was ist das für eine riesige Halle hier, Alter? Nee, ich gehe hier wieder weg. Ich sehe den Ort. Nicht. Ich hab, aber hier liegen Sachen, Jungs. Hier liegen Sachen. Was ist denn das? Ja, irgendein Schrott, oder? Ich habe Kies gefunden, okay. Was? Kies? Ja, falls wir mal... Ein Schlüssel? Nicht Kies, also nicht... ich werde nicht deinen Vorgarten neu machen. Du hast einen Schlüssel gefunden. Habt ihr alle eine Feuerwehraxt? Ja. Warum? Alle. Hast du alle ausgestattet? Ja, wir sind echt gut ausgestattet. Kann man nicht meckern, ne? Ich erkunde mal gerade das kleine Gebäude daneben an. Oder hat das schon wer unter die Lupe genommen? Nee. Ich will auch nur hier runter. Oh, die Leiter wieder. Hier ist ein Schraubendreher, falls wer braucht. Und ein roter Stift. Nichts als Wald ist hier. Krass. Also das ist echt voll assi. Du gehst hier 2 Jahre, ne, und wir hängen jetzt hier in diesem Kaff fest. Wie heißt das? Aber das gehört zu DayZ auch dazu, glaube, ne? Man kann nicht immer Action erwarten. Müsste Kozlovka sein. Oder Kozlovka. Okay. Kozlovka.
Hier wird ihre Kotze noch geschätzt. Oh Mann, die Witze werden auch nicht besser heute. So, ich bin dafür, dass wir jetzt das Örtchen mal hier auschecken und dann machen wir ein Aufnahmepäuschen, eine Aufnahmesessionpause. Und wieder, oh, Alter, wie lange sind wir schon jetzt hier am Aufnehmen? Also, wie lange sind wir denn? Da kommen wir hier. Keine Ahnung. 4 Stunden, 3 Stunden. Schon krass, irgendwas. Ne? Schon krass. Das geht auch relativ schnell vorüber eigentlich immer. Ja, die Zeit vergeht hier im Flug. Also jeder, der Let's Plays macht und denkt, boah, so 6 Stunden aufnehmen, ihr wisst gar nicht, wie schnell das eigentlich vorbeigeht. Ehe man sich versieht, ja. Hier ist ein grauer Hoodie, wie fett ist denn der? Ist ja ein bisschen, ach cool, pristine. Ja, das ist doch schön. Sollen wir mal einen Treffpunkt ausmachen, diesen hohen Turm hier? Jeder checkt ja gerade die Häuser ab. Alle, warte mal. Arsch, da ist aber glaube ich nix. Ich habe meinen noch grauen Hoodie mal gegen 9 ausgetauscht. So, in wie viel Kilometern? Kann ich mal da reinlegen. Das 3 Kilometern kommen wir so. Zum nächsten Ort, steht da. 3 Kilometer, lass da den Ort erstmal unter die Lupe jetzt hin. Nee, ich meine nur, wenn wir den Ort hier verlassen in der nächsten Folge, dann ist es... Ja, wohl wenigstens können wir hier in Ruhe in der nächsten Folge dann starten auch wieder und haben ja. Nicht direkt wieder irgendwelche Fighter im Nacken, aber es könnte sich halt alles ändern. Aber hier, dass Boah. Hier wirklich einer auftaucht, ist so wahrscheinlich, was nee, war hier das? Ist es echt so leer. Dass Rainer Kalmund ja. Noch mehr abnimmt dann. Was liegt denn da hinten? Oh, ein Zombie. Ah, das sind wieder so Riesenkürbisse, okay. Wo ist der Zombie? Dass es ihm immer noch nicht gut geht, wundert mich. Es dauert echt lange, ne? Ja. Jungs, immer auf Zombies aufpassen, ne? Oh, ich habe Munition gefunden, Take das ist Rocket gut. Aviators. Das sind da dieselben. Ach, Scheißdorf, habe ich die Sonnenbrille wieder an. Ja, tata. Ich habe einen Red Hoodie gefunden, will den jemand haben? Nö, ich habe... Ja, ne, zieh den mal ruhig an, dann kann man sich besser unterscheiden. Ja, aber dann habe ich meine Militäruniform weg, ist ja Quatsch. Da habe ich ja... die benutze ich ja, um da Sachen zu lagern. Nee, der Hoodie hast du ja noch da drunter. Du hast ja irgendeine Klamotte da drunter, oder? Ich muss erstmal was trinken hier. Hier ist auch ein Brunnen, glaube ich. Moment, ich guck mal. Ja, hab den Brunnen gefunden. Ah, cool, dann komme ich mal zu dir. Dann trinke ich auch nochmal eine Runde. Wo ist denn der? Das ist... Da an der Kreuzung. Bist du an der Kreuzung gerade? Links, genau. Ja. Bist du das da hinten? Ah, cool. Die cool. Brechstange ist in dem Haus, in der Tür gespawnt hier, wie Pillow manchmal. Oh, und ein Zombie. Den mache ich mal weg. Achtung, nicht davor okay. laufen. Schön der umgeschossen. So, dann wollen wir jetzt Brunnen, erstmal was trinken und dann sollten wir nicht vergessen... ...uns treffen. Du gehst an der Kreuzung links aus dem Blick, wo wir hergekommen sind. Boah, wir sind gerade 5 Kilometer gelaufen, steht hier. Ja, wir sind schon wahnsinnig viel gelatscht hier in dem Let's Play, auf jeden Fall. Würde ich eigentlich cooler finden, wenn das so ein bisschen Level-System hätte. Sprich, wenn du zum Beispiel viel läufst, dass deine Fitness dann besser wird oder sowas. Ja, das wäre ganz nice noch, ne? Das stimmt. So, welche Kreuzung denn? Und dann nach links? Aber verliert man das dann auch, wenn man seinen Charakter verloren hat? Warte, ich komme hier mal gerade rum. Ah, jetzt lade ich wieder meine Waffe nach, ey. Ich komme dir auch ständig auf Nachladen. Ja. Drück dann immer Tab, dann geht das weg. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Sieht aber echt cool aus. Benny, wo seid ihr? Beim Brunnen, an der Kreuzung links, wenn du von oben vom Turm kommst. Hier, guck mal, dreh dich um. Ach jo, okay. War aber versteckt. Und hier gehst du rein durch das Tor, da ist ein Brunnen. Ich könnte natürlich meine Pulle auch nochmal auffüllen, aber 80%, aber jedes Prozent Wasser, ja komm, scheiße. Ja, Wasser ist wichtig, wenn du dann wirklich am Handel drin bist. Ich nehme das lieber mal. Schnell, mach ich eben. Wasser ist gut, Wasser macht Spaß. Habt ihr auch eine Flasche oder so, die ihr auffüllen könnt? Ja. Hab ich noch manchmal was zum geht das nicht. Ich hab doch jetzt das Ding in der Hand, oder? Ach, falsche Taste, ich Vogel. Hä? Ah, jetzt geht's. Komisch. Manchmal hakelt's. Ich verstehe es nicht. Aber naja. Und jetzt sortiere ich mir das hier mal neu gerade. Mal gerade hier. Aha. Und da kann ich gerade mal die... So, dann lass uns mal gleich irgendwo reingehen, wo wir uns verstecken können.
Rex desinfizieren. So, sehr schön. Wir sind gut ausgerüstet. Komm mal hier ins Haus. Ins Haus. Ja, das Disinfection Spray ist broken. Schade. Muss weg. Hat er gehört? Hier rein. Ins Haus und dann rein. Hm, ich weiß. Hier ist so ein Esstisch. Da kann man sich drum rumstellen. Oh, machen wir jetzt hier ein Päuschen. Ja, einer fehlt aber noch. Das ist der Tommy bestimmt. Nee, ich will bin noch drin. Seid ihr in Benni macht wieder einen. Ja, beim Brunnen, Benni. Benni, was machst du denn da? Noch ein bisschen looten. Noch Benni. Ein bisschen bei Penny. Ja, der Benni ist noch bei Penny. Ja. Ich leg mich mal am Boden. Bei Penny looten. Okay, dann haben wir eigentlich eine gute Position hier für die nächste Aufnahmesession. Oder? Ja, finde ich auch. Das finde ich echt einen guten. Also, sorry, dass die Folge ein bisschen lower war, vielleicht, aber das wird wieder mehr Schwung geben in der nächsten Folge. Wir sind halt jetzt auch ein bisschen im Eimer, kann man zur Verteidigung, glaube ich, sagen. So, und ja, wir sehen uns dann wieder bei unserem nächsten Abenteuer in DayZ. Was für eine Reise das heute war, und wir denken, den Dorf gibt's richtig was zu holen. Leider nicht so, aber das gehört ebenso dazu, wie von anderen Spielern gejagt und gekillt zu werden. Was für ein Abenteuer.